Herzlich willkommen zur Preisverleihung des 27. Jugendvorstreckkanalwettbewerbes Mitteltüringen 2022 und auch in diesem Jahr wieder als Digital Edition. Herzlich willkommen natürlich, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Jungforscherinnen und Jungforscher, die ihr an diesem Wettbewerb teilgenommen habt, die ihr euch vorbereitet habt, die ihr euch eingebracht habt. Natürlich auch sehr geehrte ProjektbetreuerInnen und LehrerInnen, die euch betreut haben, die auch heute hier hoffentlich dabei sind und euch feiern werden. Eure Eltern, Großeltern, Geschwister haben euch unterstützt. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen unsere Jurorinnen und Juroren, die sich gestern, nachdem sie eure schriftlichen Arbeiten gelesen haben, mit euren wunderbaren Vorträgen auseinandergesetzt haben, mit euch diskutiert haben und natürlich hinterher die schwierige Aufgabe hatten, eure Arbeiten so zu bewerten und die Preise zu vergeben. Ich danke ganz herzlich und begrüße Tom Fleischhauer. Er ist unser Wettbewerbsleiter hier in Mitteltüringen und ich freue mich auch sehr, dass Dr. Uta Porkan mit da ist, unsere Landeswettbewerbsleiterin. Begrüßen möchte ich auch unsere UnterstützerInnen, insbesondere unsere beiden Ministerien für Bildung und Wissenschaft, die uns tatkräftig unterstützen und natürlich die vielen, vielen Preisstifter der zahlreichen Preise. Nicht zuletzt möchte ich diejenigen begrüßen, die hier insbesondere gerade hinter der Kamera stehen, die das Ganze organisatorisch vorbereitet haben, auch in den Wochen jetzt davor, gestern und auch heute hier mit dabei sind, das insbesondere das Organisationsteam der Stift, aber auch unsere Technikdienstleister und natürlich allen voran Ines Vogel. Herzlichen Dank für das Geleistete und Ihnen allen ein herzliches Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie Jugend forscht in Mitteltüringen mit Leben füllen. Ja, mein Name ist Sven Günther, ich bin der Vorstand der Stift und der Regionalpate dieses Wettbewerbs und deswegen habe ich die Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Ja, um nun auch Sie, euch als Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen besser kennenlernen zu können, wollen wir mit einer kleinen Umfrage starten. Dafür bitte über den eingeblendeten QR-Code auf menti.com gehen oder eben über den Browser menti.com, dort dann den Code eingeben 44039566. Mit dem QR-Code müsste es direkt funktionieren und dort zur ersten Frage. Und die lautet: Wie viel Mal habt ihr schon an Jugendforscht, Schüler experimentieren teilgenommen? Seid ihr das erste Mal dabei? Ist es die absolute Premiere? Ist es das zweite Mal, das dritte Mal? Oder seid ihr auch schon total alte Hasen und habt schon mehr als dreimal daran teilgenommen? Einer ist schon dabei mit mehr als dreimal. Insgesamt jedenfalls seid ihr 113 Jungforscherinnen und Jungforscher mit 56 Projekten und das ist eine ganze Menge. Denn erstens, also Thüringen ist schon an sich ein sehr starkes Land, wenn es um Jugendforscht geht im Bundeskontext. Und der Mittelthüringer Wettbewerb ist eben einer der größten, den es in Thüringen gibt. Und deswegen ist das wirklich eine herausragende Leistung. Und gerade unter Pandemiebedingungen zu forschen, ist eine echte Herausforderung, die ihr euch gestellt habt. Und schon dafür gebührt euch unsere Anerkennung. Und wir sehen, ja, die überwiegende Anzahl ist wirklich das allererste Mal dabei. Zwei-, dreimal haben wir auch und zwei tatsächlich schon mehr als dreimal. Also wirklich ganz erfahrene Jungforscherinnen und Jungforscher. Ja, ihr seid unterstützt worden, ganz sicher in eurer Schule, von euren Lehrerinnen und Lehrern, Projektbetreuerinnen und Projektbetreuern. Und deswegen wollen wir jetzt mal schauen, wo denn eure Schulen alle so sind. Ihr seid aus 11 Schulen in Mitteltüringen. Und wenn ihr jetzt zur zweiten Frage geht, auf dem Mentimeter, dann die Frage, klickt bitte den Ort, an dem eure Schule ist. In welchem Ort, in welcher Stadt liegt eure Schule? Und da schon fast ja ganz natürlich, Erfurt hat die größte Einwohnerzahl und sicher auch die meisten Schulen in der Region. Deswegen die meisten Projekte aus Erfurt, dort allen voran vom Albert-Schweitzer-Gymnasium 23 Projekte, aber auch die Grundschule am Steigerwald ist mit 2 Projekten wieder ganz stark vertreten. Die Jena-Planschule, das Königin-Luise-Gymnasium und das alle führt dann zu diesem dicken blauen Balken, der immer noch wächst. Ja, dahinter gleich Kölle da, das war zu erwarten. Dort haben wir das Gymnasium Professor Fritz Hoffmann, die auch schon seit Jahren immer für zahlreiche Projekte gut sind. Und Weimar mit hier 4 ist mit 7 Projekten vertreten. Dort das Friedrich-Schiller-Gymnasium, die Grundschule Weimar-Schöndorf und auch das Goethe-Gymnasium immer wieder jedes Jahr dabei. Und wo wir uns immer wieder sehr freuen, ist das Musikgymnasium Schloss Belvedere, was in diesem Jahr mit 3 Projekten hier dabei ist. Ja, und nicht zuletzt Rastenberg von der Gemeinschaftsschule Maria Martha mit einem Projekt und Sömmerda, das Gymnasium Albert Schweitzer. Ja, leicht Erfurt-lastig, aber das hat
nichts zu bedeuten. Auch in den Regionen in Mittelthüringen passiert sehr, sehr viel an den Schulen. Und nicht zuletzt werden auch viele Projekte außerhalb unterstützt. Die Eltern sind Projektbetreuer und auch Schülerforschungszentren im außerschulischen Kontext sind dafür da. Und auch denen gilt unser ganz besonderer Dank. Tja, liebe Gäste, jetzt sind Sie sicher gespannt, genau wie wir, wer in diesem Jahr unsere Region beim Landeswettbewerb in Jena Ende März vertreten wird. Auch dieser wird virtuell stattfinden und vielleicht, wer ist beim Bundesfinale in Lübeck Ende Mai dabei, der zumindest noch eine kleine Chance hat, dass er vielleicht in Präsenz stattfindet. Wir drücken jedenfalls allen die Daumen, ich drücke allen die Daumen, ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg und freue mich jetzt auf eine schöne Preisverleihung und übergebe an Tom Fleischhauer. Herzlichen Dank für die Eröffnung, Herr Dr. Günther. Ich freue mich auch. Zum zweiten Mal sind wir beide virtuell dabei. Wir begrüßen euch und Sie aus dem Kindermedienzentrum in Erfurt. Und ja, Sie haben es gesehen, wir zu zweit hier in einem Studio. Man könnte denken, wir sind in einer Zeitschleife gelandet. Aber nein, es ist tatsächlich live. Es ist kurz nach 16 Uhr. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit zu dieser Preisverleihung. Und bevor ich Sie entlassen darf, natürlich eine Frage, warum ist die Stift als Stiftung der Regionalpate für diesen Wettbewerb? Was spornt Sie an? Ja, was spornt uns an? Also wir sind nicht nur angespornt, wir brennen eigentlich für das Thema. Für uns sind MINT und Forschung für Kinder und Jugendliche eigentlich das Thema, die Basis eigentlich für Innovation, für einen lebendigen Standort, für ein lebendiges Land, so wie es in Thüringen auch sein möchte. Und wir sind auf vielen Wegen unterwegs, MINT im Unterricht zu verankern in Thüringen, aber eben auch außerschulisch zu befördern über Schülerforschungszentren, über MINT-Regionen. Und da ist für uns der Wettbewerb Jugend forscht eigentlich das Mittel, das Thema eben auch mit Dynamik zu versehen, mit Wettbewerbsrunden, die talentierten, interessierten Kinder und Jugendlichen zusammenzubringen, zum Austausch zu bringen, auch mit Experten zusammenzubringen und das Ganze eben auch zu feiern. Denn für uns ist das eine ganz wichtige Geschichte, MINT und Forschung für Kinder und Jugendliche. Vielen Dank. Also wir freuen uns jedes Mal nicht nur über die Pakete, nicht nur über diese Preisverleihung, sondern einfach über diese Atmosphäre für diesen besonderen Jugendforschungsgeist. Vielen Dank. Ja, digitale Preisverleihung, Herr Dr. Günther hat es gerade gesagt. Wie funktioniert das Ganze? Also es gibt ja zwei große Sparten. Einmal die Sparte für die Kleinen, das sind die Grundschüler bis zu den unter 15-Jährigen. Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei Schüler experimentieren gestartet sind. Und es gibt die Sparte für die Großen, Jungforscherinnen und Jungforscher, die eben ihre Jugendforschprojekte bis in Klasse 12 oder eben 13 absolviert haben. Und dementsprechend ist unsere digitale Preisverleihung zweigeteilt. Wir würden in jedem Fall mit den Sonderpreisen beginnen, in beiden Fällen, und natürlich dann mit den Platzierungen, auf die bestimmt sich auch alle schon freuen, weitermachen. Ich darf mich nochmal, bevor wir beginnen, herzlich bedanken bei der Jury. Wir hatten ja gestern den eigentlichen Wettbewerbstag. Die Jury hat sich am Abend dann mit uns nochmal anderthalb Stunden digital hier auch getroffen. Und wir sind zu wirklich interessanten Ergebnissen gekommen und die wollen wir euch natürlich gleich vorstellen und auch nicht vorenthalten. Vielleicht noch als Orientierung, ganz wichtig ist, wenn also die Sonderpreise vergeben sind und man jetzt denkt, oh je, mein Projekt ist jetzt schon dabei, bin ich etwa nicht platziert, das muss überhaupt nicht der Fall sein, sondern wir drücken die Daumen und können die ein oder andere Überraschung natürlich auch, ja, garantieren und freuen uns auch darauf. Wir würden im Anschluss die Urkunden wie auch letztes Jahr verschicken. Freuen uns natürlich, wenn ihr hier unserer Preisverleihung bis zum Ende auch folgt und beginnen damit mit der Juniorsparte Schüler experimentieren. Wir haben schon Eindrücke gesehen. Tausend Dank, dass ihr dem Aufruf gefolgt seid und uns Fotos oder kleine Videos geschickt habt. Also somit konnten wir wenigstens ein bisschen eure Freude erkennen, die ihr hattet bei der Projektpräsentation und Durchführung. Und wir möchten gleichzeitig nochmal freundlich daran erinnern, dass
Nebenher bei Big Blue Button ein virtueller Raum, der nennt sich Raum Siegerehrung, als öffentlicher Raum angelegt ist. Fühlt euch freundlich eingeladen, euch dort einzuwählen, weil wir gerne ganz zum Schluss zwei Gruppenfotos versuchen wollen, indem wir euch dann zuschalten. Also wer das einrichten kann, nebenher sich dort noch einzuwählen in der Jugendforscht-Wettbewerbsverwaltung, dann freuen wir uns auf eure Beteiligung dann, wenn das Ganze nochmal angesagt ist. Wir kommen bei der Rubrik Schüler experimentieren, wie ich es vorhin gesagt hatte, zu den Sonderpreisen und haben dort 7 erstklassige Sonderpreise vorbereitet. Wir danken den Preisstifterinnen und Preisstiftern für das Ermöglichen dieser Auszeichnung und beginnen mit einem ersten Sonderpreis, nämlich vom Sponsorpool in Thüringen. Das ist der Preisstifter und der erste Sonderpreis geht an eine Gruppe vom Gymnasium in Kölle da, nämlich an Greta Weinreich, Lara Neubauer und Henriette Elke, die betreut wurden von Max Hesse, die sich mit einem CO2-Verbrauchprojekt beschäftigt haben. Super interessant, wir können sie dort auch sehen, die sich nämlich gefragt haben, wie hoch ist der CO2-Ausstoß beim Transport von Obst und Gemüse in ihre Heimat. Herzlichen Glückwunsch dafür. Einen neuen Sonderpreis, wir sind sehr froh, dass die Stadt Affert erstmals dabei ist, der diesen Preis stiftet, geht an eine Gruppe, die sich thematisch ganz nah an der Stadt Affert bewegt und sich gefragt hat, was ist eigentlich eine heiße Stadt? Ja, Analyse der Temperatur verschiedener Bodenoberfläche mit dem Raspberry Pi. Elina und Danilo Grüning haben sich vom Albert-Schweitzer-Gymnasium diesem interessanten Thema gewidmet und haben damit den Sonderpreis gewonnen. Wir freuen uns mit euch. Herzlichen Glückwunsch. Die Stadt Weimar, jedes Jahr auch dabei, ist auch Stifter eines Sonderpreises und der geht in diesem Jahr an Philipp Kleinjung und Levi Steitmann vom Goethe-Gymnasium in Weimar, betreut von Jutta Reker, mit ihrem Thema Wie funktioniert ein Aufwindkraftwerk? Auch dafür herzlichen Glückwunsch. Ein Sonderpreis Umwelttechnik können wir auch vergeben. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist der Preisstifter und dieser Sonderpreis geht an Georg Elias Henning und Daniel Betzel, die beide die Grundschule am Steigerwald besuchen, hier zu sehen sind. Betreut wurde das Projekt von Nicole Teuber. Ihr Projekt heißt Wasser säubern, aber sauber. Und auch die beiden beglückwünschen wir zu diesem Sonderpreis. Der Sonderpreis Reset Plastic von der Schwarzgruppe geht ebenfalls an ein Projekt, nämlich an Gisela Porgan vom Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt, die sich mit essbaren Schüsseln für den Schnellimbiss beschäftigt hat. Back dir dein Geschirr, so war das Thema. Wir sehen dort Gisela auch für dich. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sonderpreis. Und ein Sonderpreis für interdisziplinäre Projekte, Sonderpreis plus MINT, können wir vergeben. Und das Ganze geht an die Jena-Plan-Schule in Erfurt, betreut von Sabine Ritter. Die Gruppe um Luca 18, Elias Brehm und Anni Axmann haben sich mit einem Windprojekt beschäftigt und haben dieses Projekt, daher weht der Wind, genannt. Auch für euch herzlichen Glückwunsch zu diesem Sonderpreis. Und Geolino ist immer heiß begehrt bei unserer Jury-Sitzung und da schauen wir mal, wie oft dieses Abo vergeben werden konnte, ein Jahresabo. Das erste Jahresabo geht an Hilal Baltaci, Michelle Franke und Emma Stegt von der staatlichen Grundschule in Weimar-Schöndorf für das Leben der Stabheuschrecke. Auch für euch viel Spaß bei der Lektüre und herzlichen Glückwunsch. Ein weiteres Giolino-Abo geht an Jakob Hugo Kaminski. Er besucht das staatliche Gymnasium Professor Fritz Hoffmann in Kölle da und hat sich beschäftigt, er ist dort zu sehen, mit Aromatisierung von Schokolade. Ebenso einen Sonderpreis für Giolino hat Greta Lange erhalten. Sie besucht die gleiche Schule, Betreuerin war wieder Frau Ziganki und hat sich dem Thema der Ostsee als Wärmespeicher gewidmet. Herzlichen Glückwunsch. Und ein letztes Zeitschriftenabo geht an Maximilian Schütze, der auch aus Kölle da kommt und das Projekt der Solarroboter bearbeitet hat und einen Sonderpreis erhalten konnte. Freut euch auf die Post, auf die Zeitschriften, viel Spaß beim Lesen. Wir gratulieren recht herzlich. Damit sind wir bei den Platzierungen angekommen. Und wir haben ja gesagt, also
Es gibt verschiedene Fachgebiete und wir würden jetzt nach den verschiedenen Fachgebieten jeweils den dritten, zweiten und ersten Platz aufrufen, wobei es immer sehr, sehr schön ist, dass wir nochmal die Jury für die ersten Plätze entweder hier in echt oder virtuell zugeschaltet dabei haben und dort einfach hören können, aus welchen Gründen gibt es dann eigentlich für Projekte den ersten Platz. Da sind wir sehr gespannt und wir beginnen sehr gerne mit der Arbeitswelt. Preisstifter ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dort können wir einen dritten Preis vergeben an das folgende Thema, nämlich Sebastian Jünger hat sich beschäftigt mit der schönen bunten Online-Welt, Spielsucht bei Kindern am Beispiel der Computerspiele, betreut von Max Hesse. Herzlichen Glückwunsch nach Kölle da für den dritten Platz. Einen zweiten Platz gibt es für das folgende Thema, nämlich an Kester Kruschwitz, der dort abgebildet ist, ebenfalls in Kölle da zu Hause. Er hat sich beschäftigt mit einem Projekt, wir können ihn dort sehen, steht auch wirklich so viel darin, wie auf der Verpackung steht. Für den zweiten Platz auch von uns herzlichen Glückwunsch. Und für den ersten Platz, wie eben angekündigt, sind wir sehr froh, dass wir Besuch haben von der Jury, der Arbeitswelt und der Jurysprecher. Herr Dr. Günther ist nochmal da und kann uns erklären, welches Projekt den ersten Platz bekommen hat. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne im Namen meiner Jurykolleginnen und Kollegen. Der Regionalsieg in der Arbeitswelt geht an das Projekt Moderne Kunst mit Lego. Mika Kutter und Theodor Roth von der Grundschule am Steigerwald in Erfurt ließen sich von Jackson Pollock inspirieren und verbinden dabei MINT mit Kunst. Und das ist ein sehr aktuelles Thema auch in der MINT-Förderung. Sie entwickeln dabei eine Mischmaschmaschine, so zumindest ihre erste Ausdrucksweise, die sie dann seriöser später als Farbkatapult bezeichneten. Entwickeln einen Maler und einen Plattschieber, alles basierend auf Lego-Technik. Wir sind von den drei Funktionalitäten der Ergebnisse total begeistert, das durch Lego wie du 2.0 Lego-Steine in die Lage versetzt, Kreise, Teilkreise, gerade und ungerade Linien, Wellen und noch viele weitere Sachen auf Papier zu bringen, sowie durch Action Painting, durch die Warp-Funktion auch richtige Bilder zu entwerfen. Und auch diese künstlerischen Ergebnisse lassen sich wirklich sehen. Also wenn Sie Gelegenheit haben, schauen Sie sich diese unbedingt an. Wir gratulieren Mika Kuttner, Richard Theodor Roth von der Grundschule am Steigerwald zum Regionalsieg in der Arbeitswelt und wünschen natürlich viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Sehr schön. Vielen lieben Dank für die Einschätzung, Herr Dr. Günther. Und Herr Dr. Günther kann gleich nochmal da bleiben, weil es gibt einen interdisziplinären Preis, also als Regionalsieg für das beste interdisziplinäre Projekt. Auch das ist ein erster Platz, wie auch dann bei Jugend forscht. Und wir sind gespannt, welches Projekt das sein wird. Ja, wir konnten uns in der Arbeitswelt wirklich über viele gute Projekte bei Schule Experimentieren erfreuen und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir auch ein weiteres Projekt aus diesem Feld zum Landeswettbewerb nach Jena schicken können. Der Regionalsieg für das beste interdisziplinäre Projekt geht an Konrad Sermann vom Gymnasium Albert Schweitzer in Erfurt für seine Sockensortiermaschine. Und damit ist der Chip in der Socke Wirklichkeit und das bei richtig gutem Tragekomfort und waschbar. Er hat es wirklich tagelang getestet. Und wir sind von diesem Projekt absolut überzeugt, von der Begründung, der Auswahl des Themas, des Ansatzes, der 3D-Entwürfe, des 3D-Designs bis zur Python-Programmierung. Umfassende Fehleranalyse hat der Konrad gemacht, bis hin zu einem wirklich funktionsfähigen Prototyp, den er uns eben nicht nur im Video vorgeführt hat und in einer 3D-Animation, sondern eben auch komplett live in der Jury-Sitzung. Mittels RFID-Chips erhalten die Socken einen Namen, können damit erkannt werden und mittels der Sortiertechnik wird eben mit dieser Steuerungssoftware, die er entwickelt hat, nicht nur das passende Sockenpaar identifiziert, sondern auch seinem Träger zugeordnet. Wir finden das ganz großartig, gratulieren Konrad Zermann vom ASG für diese Arbeit und natürlich zum Regionalsieg fürs beste interdisziplinäre Projekt und wünschen viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die Jury hatte viel Freude bei den ersten beiden Plätzen. Auf jeden Fall. Ja, finde ich total interessant, also in dem Alter auf solche Projekte zu kommen. Sehr, sehr spannend. Wenn es klappt und Konrad in unserer virtuellen Umgebung ist, würden wir uns freuen, wenn wir ihn ganz kurz etwas zu seinem Projekt fragen könnten. Genau, vielleicht ist Konrad in der Wettbewerbsverwaltung, vielleicht bist du schon angemeldet. Dann würden wir uns freuen, wenn wir vielleicht ganz kurz mit dir über dein Projekt reden könnten. Genau, und wenn das jetzt zu kurzfristig ist, wäre das sehr schön, wenn wir dich
ganz am Ende bei unserem Gruppenfoto virtuell dann vielleicht sehen können. Okay, kein Problem. Sehr schön. Wir haben die Arbeitswelt geschafft und kommen damit zu einer weiteren Rubrik, nämlich das Fachgebiet Biologie ist als zweites dran. Preisstifter ist die Helmholtz-Gemeinschaft Deutsche Forschungszentren. Und dort sind wir sehr überrascht, weil es, ihr könnt es sehen oder Sie können es sehen, es gibt keinen dritten Preis dafür. Gibt es vielleicht bei den weiteren Preisen noch die ein oder andere Überraschung. Der zweite Preis bei Schüler experimentieren geht an Lukas Hergt nach Köllada. Nämlich, er hat sich beschäftigt, man kann ihn und das Projekt sehen, wo wächst mein Weizen am besten, Teil 2. Für diesen zweiten Platz herzliche Grüße nach Köllada und herzlichen Glückwunsch. Einen zweiten Preis. Zweiten Preis gibt es für das folgende Projekt, nämlich für Manuel Rohe, lernt auch an Köllada am Professor-Fritz-Hoffmann-Gymnasium. Die Betreuerin ist Frau Ziganki und Manuel hat sich mit seinem Projekt beschäftigt, warum Tränen Zwiebeln in den Augen. Auch dafür herzlichen Glückwunsch, das Preisgeld und die Urkunde werden im Nachgang dann an dich verschickt. Damit kommen wir zu dem ersten Platz bei Schüler experimentieren für das Fachgebiet Biologie. Und dort freuen wir uns, dass wir aus der Jury Julian Satori virtuell dabei haben. Dort sehen wir ihn schon. Hallo Julian. Hallo Tom, kannst du mich hören? Jawohl, kann ich. Perfekt. Sehr schön. Julian, du bist ja nicht nur in der Bio-Jury aktiv, sondern du bist einer der Ansprechpartner für die Schülerforschungszentren hier in Erfurt. Es gibt da zwei in der Stadt. Kannst du uns diesen merkwürdigen Umstand, warum gibt es zwei Schülerforschungszentren, kurz erklären? Und was ist eine Aufgabe eines Schülerforschungszentrums? Genau, das erkläre ich sehr gerne. Also wir sind zwei Schülerforschungszentren in Erfurt. Einmal am Albert-Schweitzer-Gymnasium, am Spezialschulteil. Und einmal an der Fachhochschule Erfurt. Und die ergänzen sich sowohl thematisch, das kann man sogar bei manchen Projekten erkennen. Da gibt es Projekte über eine Fahrradhülle für ein Liegefahrrad, wo die Aerodynamik wird zum Beispiel am Schülerforschungszentrum am Albert-Schweitzer-Gymnasium gemacht. Dort gibt es einen Windkanal, wo man tolle Experimente machen kann. Und jetzt kommt bald eine Gruppe, die möchte die Stabilität optimieren und kann die Materialprüfung dann an der Fachhochschule mit Bereichen dort machen, wo es richtige Prüfmaschinen dafür gibt. Und so arbeiten die Schülerforschungszentren zusammen. Und je nachdem, was ein Projekt braucht, wird es optimal betreut. Das Schülerforschungszentrum an der Fachhochschule Erfurt ist gleichzeitig so ein Portal in die Forschung, die es dort an der Fachhochschule gibt. Und wir versuchen auch eben die Akteure in der MINT-Region in Mittelthüringen auf dem Schirm zu haben und zu vernetzen, mit ihnen gemeinsam Aktionen anzuschieben und für SchülerInnen, die forschen wollen, gute Angebote zu finden, zu vermitteln und zu verbinden. Sehr schön. Also wir werden dann nachher die Schülerforschungszentren nochmal sehen als Projekterarbeitungsort. Vielen Dank also dafür. Aber wir sind natürlich gespannt auf das Urteil für den ersten Platz der Biologie-Jury. Bitte schön. Ja, genau. Wir hatten in der Sparte Biologie beim Schüler experimentieren 9 Projekte und es war ein langer Tag, aber es waren super spannende Projekte und so sind wir bis zuletzt ganz, ganz Ohr gewesen und fanden viele Sachen super spannend. Und der erste Platz in unserer Sparte, der ging an ein Projekt von Lukas Schimmel aus Köllada. Der ist dort am Gymnasium Professor Fritz Hoffmann und wurde von Max Hesse betreut. Er hat sein Projekt gemacht darüber, wie sich eine Wachtel entwickelt anhand des Gewichts, das das Ei hat. Und er hat tatsächlich eine künstliche Brut mit 24 Wachteleiern durchgeführt. Und wir fanden toll, wie er da das ganz genau dokumentiert hat, die ganzen Entwicklungsschritte dokumentiert hat und auch sich richtig eingearbeitet hat in die künstliche Brut, um die optimalen Brutbedingungen für diese Eier zu finden. Das ist natürlich eine hohe Verantwortung auch, wenn man Wachteln ausbrüten lässt. Da hat er sich aber genau ausgekannt. Wir fanden toll, wie er da auch zu Detailfragen, die die Jury hatte, viel sagen konnte, ganz selbstbewusst dastand, aber trotzdem sein Projekt auch kritisch hinterfragt hat und überlegt hat, wie man es noch besser machen könnte.
Genau, und dafür wollen wir dir, Lukas, gratulieren und wünschen dir viel Erfolg im Landeswettbewerb. Sehr schön. Vielen Dank, Julian. Viele Grüße. Und den Lukas können wir nochmal mit seinem Projekt Fotos hier nochmal sehen. Also wir haben es gerade gehört, erster Platz, Lukas Schimmel mit seinem Wachtelprojekt. Und wir würden auch dort nochmal probieren, dem Lukas eine Frage zum Projekt zu stellen. Und vielleicht ist es ja so, dass Lukas, du angemeldet bist, dass du in diesem öffentlichen Raum unterwegs bist, dass wir eine kurze Frage stellen können. Ansonsten ist das kein Problem, wenn das jetzt nicht klappt. Dann freuen wir uns auf das Abschlussfoto. Gut, das klappt nicht, das ist gar kein Problem. Also, okay, jetzt höre ich doch, dass er da ist. Dann probieren wir das doch mal. Mal gucken, wann ich dich hier sehe. Na, das ist ja großartig. Hallo Lukas. Jetzt brauchen wir nur noch den Ton. Ja, ich sehe, dass du schon sprichst, aber wir hören dich noch nicht. Einfach unten mal das Mikrofon vielleicht anmachen. So, Jetzt, jawohl, sehr schön. Lukas, herzlichen Glückwunsch, ja, aus Erfurt. Erzähl uns doch gerne mal, was an deinem Projekt so faszinierend ist. also, ich kann eigentlich nicht viel groß sagen. Also, ich mag mein Projekt, weil ich Tiere mag. Und das Brüten ist halt sehr faszinierend, wie man halt immer den Entwicklungsstand bei Schieren sieht. Genau. Das ist eigentlich so das Große und Ganze, dass man immer alles sieht. Sogar durchs Ei, was man normalerweise nicht kann. Sehr schön. Und habt ihr die Wachteln privat zu Hause oder bist du dafür irgendwo anders hingefahren? Nee, die habe ich zu Hause. Na, das ist ja toll. Also, du hast es gehört. Jury ist fasziniert und wir wünschen mit dem Preis viel Spaß, viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Dafür drücken wir die Daumen. Alles Gute. Genau. Tschüssi, Dankeschön und bis zum Foto nachher, bitte. Genau. Supi. Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Und damit sind wir bei Fachgebiet Chemie angekommen. Der Preisstifter ist der Fonds der chemischen Industrie. Und auch dort, genau, geht es nicht mit dem dritten Preis los, sondern mit einem zweiten. Und dieser zweite Preis geht an Jakob Hugo Kaminski nach Kölle da für sein Projekt Aromatisierung von Schokolade. Und wer vorhin genau hingeguckt hat, das gab schon mal einen Sonderpreis für dieses Projekt. Also herzlichen Glückwunsch für diesen zweiten Preis. Der erste Preis, Schüler experimentieren im Fachgebiet Chemie, geht an das folgende Projekt, nämlich an Georg Elias Henning und Daniel Betzel von der Grundschule am Steigerwald. Haben wir auch vorhin schon gesehen, die beiden jungen Herren für das Projekt Wasser säubern, aber sauber. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wieder Projekte an der Grundschule am Steigerwald entstanden sind unter der Betreuung von Frau Teuber. Das wünschen wir uns gerne noch mehr in diesem Umfang, weil das immer Freude macht, diese Projekte bewerten zu dürfen. Für diesen ersten Preis hätten wir natürlich auch die Jury dabei haben können, aber manchmal ist es eben schwierig, jetzt virtuell oder in echt jemanden dabei zu haben. Deswegen gibt es die Laudatio als kleine Zuarbeit und ich würde Sie die Begründung für euren ersten Preis sehr, sehr gerne ganz kurz vortragen, vielleicht als kleine Einschätzung, dass man nur mal weiß, wie alt sind denn die Teilnehmenden? Also wir reden über 9 und 10 Jahre alte junge Herren und die Jury hat Folgendes beurteilt. Wie kann man ohne chemische Hilfsmittel Wasser reinigen, sodass sich Fische darin wohlfühlen? Diese Frage stellten sich Elias Henning und Daniel Betzel und untersuchten daher die Filterwirkung von verschiedenen Materialien anhand von visuellen und chemischen Kriterien. Die Erkenntnisse wurden zum Bau einer mehrstufigen Filteranlage genutzt, die wir dort auch im Bild sehen können. Ja, also Jury sehr begeistert. Wir hoffen sehr, dass ihr euch freut und hoffen, dass ihr dann zum Fototermin gleich bei uns seid. Herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir zu dem Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Dort konnten wir 3 Plätze vergeben, und beginnen mit dem dritten Preis. Der geht an Greta Lange und an ihr Projekt Die Ostsee ein Wärmespeicher. Greta lernt am staatlichen Fritz-Hoffmann-Gymnasium in Kölle da und präsentiert hier sehr stolz ihr Plakat. Herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz. Der zweite Preis geht an
Auch dieses Foto haben wir vorhin schon mal gesehen, an Greta Weinreich, Laura Neubauer und Henriette Elke. Henriette war letztes Jahr schon dabei für das CO2-Verbrauchprojekt, nämlich Untersuchung des CO2-Ausstoßes beim Transport. Herzlichen Glückwunsch und ja, ein tolles Ergebnis für diesen zweiten Platz. Damit sind wir bei dem Sieger dieser Rubrik angekommen, Geo- und Raumwissenschaften. Und dort freue ich mich auf Frau Grit Konrad, die von der Jury jetzt zu uns spricht. Du bist zu sehen, ich freue mich sehr. Viele Grüße. Hallo. Hallo. Tom. Erklär uns doch gerne mal, was hat die Jury dazu bewogen, den ersten Platz an ein Projekt zu vergeben? Ja, dieses Projekt ist ein ganz heißes im wahrsten Sinne des Wortes. Es beschäftigt sich nämlich mit der heißen Stadt von Elina und Danilo Grüning. Und ja, das ist so ein aktuelles Projekt, dass es uns wirklich fasziniert hat. Vor allen Dingen, wie die beiden Jungforscher ganz, ganz viele Messungen vorgenommen haben. Sie haben dazu selber auch die Apparatur gebaut, haben in Eimern verschiedene Oberflächen in ihrem Garten installiert, haben dort Messungen gemacht und haben diese dann auch sehr überzeugend ausgewertet. Sie haben konnten beweisen, dass es bei der Gestaltung innerstädtischer Flächen besser wäre, auf dunkle Kies- und Splitterwüsten zu verzichten und stattdessen auf Grünflächen wie Blumenwiesen oder Rasenflächen zu setzen. Und ja, haben also so gezeigt, dass sie die Problematik der Wärmeinselstadt verstanden haben. Und das fanden wir spannend. Es hat Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und wir gratulieren Ihnen ganz herzlich und wünschen viel Erfolg für den Landeswettbewerb. Herzlichen Glückwunsch. Super. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir hören Frau Konrad nachher nochmal. Da können wir sie nochmal sehen. Ein Thema, das im Geografieunterricht erst in der 11. Klasse dran ist, kann man ruhig schon mal in dem Alter probieren. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Damit sind wir bei der Physik angekommen. Preisstifter ist die Max-Planck-Gesellschaft. Und auch dort können wir drei Preise vergeben und schauen mal, wer uns dann gleich den ersten Platz dort vorstellt. Der dritte Platz geht an Emma Lange für das Projekt Wie entstehen Blitze, wie ein Luftballon eine Naturgewalt simuliert. Wir können Emma dort sehen. Der Preis geht nach Köln da. Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg. Der zweite Platz geht an Luca 18, Elias Bremen und Anni Axmann von der Jena-Plan-Schule in Erfurt für das Projekt, vorhin auch schon mal gesehen, aha, daher weht der Wind. Und wir freuen uns, dass dieses Projekt einen zweiten Platz bekommen konnte. Der erste Preis wird von Herrn Dr. Löhne von der Physikjury vorgestellt. Und dort sind wir gespannt, was wir gleich aus Expertenmeinung hören können. Sehr schön. Hallo und sehr gerne. Der erste Preis geht an das Projekt von den Schülerinnen Nina Schmidt, Anna Koppo und Clara Hohmann. Und zwar zum Thema, wie rutscht man am besten auf einer Bananenschale aus? Wo man jetzt vielleicht zunächst denkt, naja, prinzipiell kann man immer auf einer Bananenschale ausrutschen. Da haben die drei Schülerinnen weitergedacht und haben es eben nicht darauf beruhen lassen und wollten das tatsächlich genauer wissen und haben sich angeschaut, welche Faktoren bestimmen denn, wie gut oder schlecht man ausrutschen kann auf einer Bananenschale. Also was bestimmt denn den Reibungskoeffizienten einer Banane? Und sie haben dafür ja, bemerkenswert methodisch für ihr Alter agiert, also haben wirklich sich überlegt, ja, zu meinen Fragen, welche Experimente brauche ich denn dafür? Und haben die dann selbst durchgeführt, haben ihre Ergebnisse auch schön grafisch aufbereitet und diskutiert. Und ja, unter anderem konnten sie zeigen, dass man zum Beispiel auf Rasen sich vor einer Bananenschale kaum fürchten muss. Profilschuhe dagegen bieten weniger Sicherheit, als man vielleicht denkt. Also ein sehr spannendes Projekt und im Namen der Jury dafür einen herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Sehr schön. Herr Dr. Löhne, natürlich würde mich und bestimmt auch die Teilnehmenden interessieren, aus welchem fachlichen Hintergrund berichten Sie denn? Woran arbeiten Sie
sonst, wenn Sie nicht in der Jury für Jugendforscht sind? Ja, ich komme selbst aus etwas größerer Ferne. Ich bin Astrophysiker von der Uni Jena, beschäftige mich also eher mit Sternen und Planeten. Aber gerade vor dem Hintergrund ist es oftmals sehr, sehr erfrischend und auch sehr, sehr spannend, sich eben mit vielleicht sogar alltagsnäheren Themen mal zu beschäftigen. Sehr schön. Also wir freuen uns über die Beteiligung an der Jury auch in der nächsten Runde, im nächsten Jahr. Ich gratuliere auch natürlich nochmal im Namen des hier anwesenden Teams zum ersten Platz. Herr Dr. Löhne, vielen Dank. Da können wir nochmal die drei Jungforscherinnen sehen mit ihrem Projektplakat. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Sieg. Ja, bevor wir zur Technik kommen, nochmal die freundliche Erinnerung. Wir möchten an das Foto erinnern, nutzt gerne jetzt die letzte Rubrik vielleicht nochmal für die Zuschaltung, dass wir gleich euch mit einem Foto dort, die Regionalsiegerprojekte würden wir gerne mit einem Foto würdigen wollen und hoffen einfach, dass wir euch dann hier gleich auf dem Monitor sehen können. Genau, macht also die Kamera gerne an dann zu Hause, dass wir in eure frohen Gesichter sehen können. Wir kommen zur Technik. Der VDI, der Verband Deutscher Ingenieure, ist der Preisstifter und wir können drei Preise damit auszeichnen. Und der dritte Preis geht an Leni Schürmeister, Julian Grabe und Daniel Heinrich. Die drei lernen in Rastenberg an der Gemeinschaftsschule Maria Martha. Wir freuen uns sehr. Letztes Jahr schon ein Projektteam von dort dabei. Dieses Mal nochmal mit ihrem Projekt Experimente zu den Bewegungsabläufen von alten Nähmaschinengetrieben bringen was zur Naht. Wir sehen sie dort. Das sieht nach einem sehr, sehr praxisnahen Projekt aus und gratulieren dazu zum dritten Preis. Der zweite Preis im Bereich Technik geht an Arian Corwin-Zöller und Luis Eschrich, die beide in Köln da lernen und die sich gefragt haben, ob man Lego-Steine selber herstellen kann. Ich habe in der Projektdokumentation selber gesehen und die Fotos mir angeguckt über diese verschiedenen Möglichkeiten, wie man Lego-Steine selber herstellen kann und was eben vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist. Ein zweiter Platz. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Preis. Natürlich, auch dort könnten wir eine Jury, also haben wir eine Jury-Meinung natürlich vorliegen, diesmal nicht über den Monitor, sondern die Jury hat uns das Ganze zugearbeitet. Frau Erbstößer und Herr Schumann waren so lieb und haben relativ ausführlich das Projekt gewürdigt, was wir eben gerade schon gesehen haben. Und wir freuen uns über das Projekt von Philipp Kleinjung und Levi Steitmann vom Goethe-Gymnasium in Weimar, betreut von Jutta Regner, die sich gefragt haben, wie eigentlich ein Aufwindkraftwerk funktioniert. Und dazu führt die Jury Folgendes aus. Wir waren sehr überzeugt von dem Gesamtpaket eurer Arbeit. Zum einen ist das Thema nachhaltige Energiegewinnung immer super spannend und wichtig, denn Sonnenenergie ist praktisch eine kostenlose Energiequelle, die auch durch ein Aufwindkraftwerk gut genutzt werden kann. Zum anderen hat uns sehr gefreut, wie ihr mit diesem technischen Prinzip der Energiegewinnung experimentiert habt. Die Versuchsvorbereitung, die Durchführung und die Auswertung waren sehr gut. Auch wenn es mal nicht so gut lief, zum Beispiel die Frischhaltefolie schmolz unter der Wärmelampe, habt ihr nach anderen Wegen und Lösungen gesucht. Eure Präsentation hat uns sehr gut gefallen und wir haben gemerkt, dass ihr euch intensiv mit dem Thema beschäftigt habt. Dabei führen sie noch weiter aus, dass auch die Grenzen dieser Methode dargestellt wurden und dass sie dennoch eigene Ideen und Möglichkeiten fanden, einfach durch das Tüfteln ein Ergebnis zu bekommen. Alles Gute zum Landeswettbewerb, natürlich auch von uns, zu diesem ersten Preis für das Aufwindkraftwerk. Damit nochmal einen herzlichen Glückwunsch an alle Regionalsiegerinnen und Regionalsieger in dieser Juniorsparte Schüler experimentieren. Und wir würden uns freuen, wenn jetzt möglichst viele, dass wir ein Foto von euch jetzt bekommen, in dem gebt die Kamera gerne frei in der virtuellen Umgebung, sodass wir, jawohl, das sieht schon gut aus, dass wir, genau, also es dürfen Eltern natürlich gerne mit dabei sein, wenn ihr in der Schule seid, gerne die Lehrkräfte. Perfekt, das ist ja hervorragend. Bei einigen fehlt noch das Gewinnerlächeln so ein bisschen. Gab einen ersten Preis, ja, ist ja großartig, bitte. Und ihr dürft natürlich gerne auch mal nach Erfurt winken, virtueller Art. Also grüßt uns gerne in die Landeshauptstadt. Sehr schön.
Jetzt haben wir endlich noch mal ein paar aktuelle Fotos. Super, dass das geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Viel Erfolg beim Landeswettbewerb und auch dort Daumen drücken, dass es vielleicht doch für Zielgeraden noch ein nicht virtueller Wettbewerb wird, aber ihr macht das schon hervorragend. Ja, viele Grüße von uns und vielen Dank. Damit sind die Kleinen mit ihrem Junior-Wettbewerb, mit der Junior-Sparte Schüler experimentieren, absolviert. Ja, wir haben also einen großen Teil schon geschafft, Sonderpreise sind vergeben, Schüler experimentieren, können wir gedanklich einen Haken machen. Damit kommen wir zu Jugend forscht mit ganz anderen Themen, mit ganz anderen Fragestellungen, mit einem wie immer sehr, sehr breiten Teilnehmerfeld, mit Themen, die natürlich schon fast Uni-Charakter dort tragen. Und wir sind immer wieder erstaunt, an welchen verschiedenen Orten ihr arbeitet. Ihr habt an den Schulen entweder selbst gearbeitet in Projekten, an den Schülerforschungszentren, das haben wir vorhin gehört, an Universitäten und Hochschulen als außerschulische Lernorte, in den Spezialklassen natürlich oder, auch das geht, von zu Hause aus. Und wie ihr es eben gerade gesehen habt, wir würden uns total freuen, ganz zum Schluss wieder ein Foto zu machen. Also loggt euch dort gerne ein, nachdem wir jetzt hier die Preise gleich vergeben. Zuvor gibt es Impressionen in einem kleinen Trailer. Damit sind wir angekommen bei Jugend forscht und beginnen dort mit den 16 Sonderpreisen. Bedanken uns natürlich zu Beginn auch wieder bei den Preisstifterinnen und Preisstiftern für diese große Vielfalt, einfach auch um euer Forschertum, euer Innovation dort zu würdigen. Und es geht los mit dem Sonderpreis des Thüringer Bildungsministeriums, das einen Sonderpreis mit Geld dotiert, und das geht an Anna und Julian Fuß und Madeleine Riemann vom Albert-Schwarzer-Gymnasium in Sommerda für ihr Projekt Meerwasser aus Meerwasser, Protonentypenentwicklung zur Gewinnung von Süßwasser. Herzlichen Glückwunsch zu dem allerersten Sonderpreis. Ein weiterer Sonderpreis kommt vom Sponsorpool Thüringen und der geht an das Projekt von Hanna Gerke, Fabio Stefan, Vanessa Müller, die am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt lernen, betreut von Martina Röhling, die ihr Projekt Untersuchung des Einflusses von Rhizobakterien auf das Wachstum von Kulturpflanzen genannt haben und sich über einen Geldpreis freuen dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Einen zweiten Sonderpreis stiftet die Stadt Weimar. Dafür nochmal vielen Dank. Und dieser Sonderpreis geht an Marie Wurzbach am Spezialgymnasium für Musik, lernt sie. Die hat sich mit ihrem Fagottrohr, was viel mehr als ein Stückchen Schilf sei, beschäftigt und hat damit diesen Sonderpreis erhalten können. Herzlichen Glückwunsch, Marie. Ein neuer Sonderpreis, den wir zum ersten Mal vergeben können. Wer vielleicht in dieser Richtung ein wenig interessiert unterwegs ist, also die Wurzel ist eine Zeitschrift, die sich mathematischen Problemen widmet, und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese Zeitschrift zum ersten Mal als Sonderpreis vergeben können. Dieses Abo geht an folgende Projektgruppe: Jakob Schödel, Richard Weber und Nuan Khalil vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt, betreut von Johannes Subke, die sich mit Klassifizierung von Hasskommentaren im Internet unter Verwendung neuronaler Netze beschäftigt haben. Einem sehr aktuellen und sicherlich damit auch bekannten Thema. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sonderpreis. Eine Summer School von Jugend unternimmt als Sonderpreis, die Stift ist dort der Preisstifter, geht an das folgende Projekt, nämlich an Daniel Zermann, Richard Uelzen und Albert Dehner vom Albert-Schweitzer-Gymnasium, betreut von Frank Paulich, die sich beschäftigt haben mit einem Projekt, das sie nannten Entwicklung einer optischen Varroa-Milbenerkennung auf Bienen und anschließende Bekämpfung.
Also für diese Summer School, die wir drücken die Daumen, hoffentlich in Präsenz stattfindet. Herzlichen Glückwunsch und viel Freude damit. Der Preisstifter ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Sonderpreis nennt sich Energiewende und folgendes Projekt kann damit ausgezeichnet werden. Hier sehen wir sie, drei Jungforscherinnen, Vivian, Mareike und Nina vom Albert-Schweitzer-Gymnasium, die sich mit Low Energy Cooling an ihrer eigenen Schule, an ihrem Spezialschulteil beschäftigt haben, auf Basis eines Lüftungs- und Sonnenschutzkonzeptes und damit einen Sonderpreis erhalten haben. Auch für euch drei herzlichen Glückwunsch. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt stiftet den Sonderpreis Umwelttechnik und vergibt den Preis an Longard Malte, Jan Gebhardt und Lennart Holunder, die am Schülerforschungszentrum und Albert-Schweitzer-Gymnasium das folgende Projekt haben entstehen lassen, betreut von Herrn Paulich, nämlich Herstellung einer Fahrtüchtigkeit von einer Liegefahrradhülle. Auch dazu herzlichen Glückwunsch nach Erfurt. Ein Sonderpreis Ressourceneffizienz, gestiftet vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, geht an Maria Mantai, Josef Kockelmann und Julius Moritz Handke vom Albert-Schweitzer-Gymnasium für ihr Projekt Bestimmung des Heizwertes verschiedener Holzarten, betreut von Alexander Rübsam. Auch dort herzlichen Glückwunsch zu diesem Sonderpreis. Der Sonderpreis Thinking Safety von der Autoflug GmbH wird vergeben an das Projekt des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, diesmal aus Sommerda. Betreuerin ist Lise Wittig. Wir freuen uns mit Marlene Dittmann, Johanna Schramm und Antonia Holz über ihr Projekt Elektromagnetische Felder im Alltag, Analyse der Belastung durch WLAN-Systeme, was sie an ihrer eigenen Schule auch untersucht haben und dort zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen sind. Wir würden uns freuen, wenn es weitere Projekte aus Sommerda natürlich gibt. Beglückwünschen euch drei und hoffen, dass ihr viel Freude mit dem Sonderpreis habt. Damit kommen wir zum Sonderpreis Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung. Ein Sonderpreis, bei dem wir uns freuen, dass der Preisstifter selber anwesend ist. Wir freuen uns, dass Herr Schickert aus Weimar da ist. Da sehen wir ihn. Hallo, herzlich willkommen. Tag. Guten Tag. Erklären Sie uns doch gerne, wofür, für welches Projekt wird Ihr Sonderpreis vergeben? Gerne. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Schickert. Ich arbeite an der Materialforschungs- und Prüfanstalt in Weimar. Daraus bin ich auch gerade virtuell zugeschaltet. Und ich darf den Sonderpreis der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung vergeben. Der heißt Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung. Da geht es darum, dass viele Teile, bevor sie in den Verkehr gebracht werden oder auch während sie genutzt werden, geprüft werden müssen, damit einfach ein Schaden verhindert wird. Es geht nicht bloß darum, finanzielle Schäden abzuwenden, sondern bei Brücken zum Beispiel auch wirklich um die Sicherheit von vielen Menschen. Und da geht es zum Beispiel darum, Risse auf Bauteilen zu erkennen. Das könnte man optisch machen. Und so eine Methode haben auch Albert Dehne, Daniel Tschermann und Richard Oelzen angewendet in einem anderen Anwendungsbereich. Die haben eine Arbeit eingereicht, Entwicklung einer optischen Varroamilbenerkennung auf Bienen und anschließende Bekämpfung. Die drei arbeiten am Spezialschulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums und sie haben eine Messvorrichtung gebaut, die in einem Bienenstock angebracht ist. Und die Bienen werden, wenn sie einfliegen, optisch von einer Kamera erkannt und von einem neuronalen Netzwerk erkannt und verfolgt. Und ein zweites neuronales Netzwerk erkennt dann diese eventuell vorhandenen Milben auf den Bienen drauf und macht eine Klassifizierung, sodass sie dann hinterher bekämpft werden können. Das ist sehr wichtig, weil die Varroamilben eine große Gefahr für die Bienenstöcke sind und wenn der Befall zu groß ist, dann geht das ganze Volk ein. Und das war eine sehr praxisnah herausfordernde Tätigkeit, die wurde iterativ gelöst und die ganze Arbeit ist wirklich überzeugend, sowohl was die Durchführung als auch die das Manuskript als auch die Bearbeitung im Team und die Präsentation angeht. Also ich freue mich, diese Arbeit mit einem Sonderpreis der DGZFP auszeichnen zu dürfen. Tausend Dank für die Erklärung und auch, dass Sie dabei waren, dass Sie den Sonderpreis heute auch vergeben haben. Viele Grüße nach Weimar und gerne bis nächstes Jahr. In Präsenz, gerne. Ja, wir hoffen. Dankeschön. Ja, auch nochmal von uns an Daniel, Richard und Albert vom Albert-Schweitzer-Gymnasium. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sonderpreis. Wir kommen zu einem weiteren Sonderpreis, diesmal
gibt es ein Zeitschriftenabonnement, nämlich der Zeitschrift Natur für Matthias Hörning, Joshua Wild und Laurin Künke. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar lernen sie, betreut von Mario Koch. Und die haben sich mit ihrem Projekt die Rolle der Stresshormone Adrenalin und Cortisol bei einem Adrenalinkick in luftige Höhen gewagt und haben eine Live-Messung in einem Fallschirmsprung aus einem kleinen Flugzeug gemessen. Super interessante Arbeit, dafür dieser Sonderpreis. Herzlichen Glückwunsch. Das Bild der Wissenschaft als Jahresabo-Preisstifter ist die Stiftung Jugend forscht, geht an die folgende Projektgruppe, nämlich an Nikolaus Tismar, Kilian Benedikt Frank und Gustav Schulz vom Albert-Schweitzer-Gymnasium, die sich mit ihrem Projekt Studium der Elementarteilchenphysik und Optimierung der Nebelkammer beschäftigt haben. Norman Wagner hat betreut. Diese Arbeit ist mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Dafür unsere herzlichsten Glückwünsche. Die Bild der Wissenschaft ein zweites Mal vergeben als Sonderpreis kann an Letizia Decker vom Spezialgymnasium für Musik im Schloss Belvedere in Weimar, die sich mit ihrem Projekt Menstruation und Leistungsfähigkeit befasst hat. Treuer ist Michael Knoll. Die Jury, die das Ganze bewertet hat, war sehr, sehr angetan und hat deswegen diese Arbeit für einen Sonderpreis vorgeschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Und auch ein Jahresabonnement der Zeitschrift Geo, also die größere Alterssparte, können wir vergeben an die folgende Projektgruppe, nämlich an Emily Lippold und Clara Schettler vom Albert-Schweitzer-Gymnasium mit ihrem Projekt Aluminiumsalze in Antitranspirantien. Weniger ist mehr. Wir sehen die beiden mit verschiedenen Deo-Produkten. Und Alexander Rübsam hat betreut. Und auch dort gratulieren wir herzlich für oder zu diesem Sonderpreis. Das CT-Magazin Computertechnik als Jahresabo, gestiftet von der Heise Medien GmbH, geht an das folgende Projekt, nämlich an Marek Ostri und Rocco Haubold vom Albert-Schweitzer-Gymnasium für ihr Projekt 8-Bit-Computer. Viel Spaß bei der Lektüre, beim Zeitschriftenabo, betreut von Detlef Flock. Und auch da gratulieren wir natürlich recht herzlich. Der letzte Sonderpreis, nämlich ein Jahresabo der Zeitschrift Make Kreativ mit Technik, ebenfalls von der Heise Medien GmbH gestiftet, geht an Moritz Schröder, Jan-Ole Bernhard Winking und Robert Karl Wiegand vom Albert-Schweitzer-Gymnasium für ihre Entwicklung eines anwendungsgesteuerten modularen Sensorsystems zur Messdatenerfassung. Ich beglückwünsche erstmal alle Sonderpreisträger und wir freuen uns ganz sehr über diese vielen Preise, die wir hier schon vergeben konnten. Es ist ja, glaube ich, deutlich geworden, dass eine Schule besonders viele Sonderpreise schon erhalten hat. Und wir schauen mal, dass wir an diese Schule jetzt live schalten, nämlich an das Albert-Schweitzer-Gymnasium mit dem Spezialschulteil in Erfurt und sind hoffentlich mit Herrn Rübsam verbunden. Das probieren wir gerade im Hintergrund und sind gespannt, ob das funktioniert. Geht los! Das sehe ich euch nicht, aber wir hören euch schon. Jawohl, sehr gut. Großartige Stimmung in der Aula. Perfekt. Wunderbar. Also schon mal für die Sonderpreise herzlichen Glückwunsch von uns, von der Messe nach Erfurt-Nord. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht und gespannt bleiben. Dankeschön. Bis bald. Bis gleich. Sehr schön. Noch in der Schule um diese Zeit. Hervorragend. Damit kommen wir zu den Platzierung. Und dort würden wir es genauso machen wie bei Schüler experimentieren. Es gibt 7 Fachgebiete mit den Platzierungen. Der gleiche Hinweis, den Herr Dr. Günther vorhin schon geäußert hat, nämlich die ersten Plätze gehen zum Landeswettbewerb und dort drücken wir natürlich die Daumen für die Reise an die Küste, nämlich nach Lübeck. Und auch dort gibt es einige Überraschungen. Es gibt wieder das interdisziplinäre Projekt, also dort noch nicht vielleicht zu früh enttäuscht sein, sondern einfach bis zum Schluss durchhalten und auf die
Platzierung warten. Wir sind gespannt, auch dort, wir kriegen wieder Besuch von den einzelnen Jurys und beginnen ganz klassisch mit der Arbeitswelt. Genau, Preisstifter, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Es gibt den zweiten Preis für folgendes Projekt. Ria, Lisette Memel, Adrian Wilke, Lara Treumann vom Albert-Schweitzer Gymnasium, die sich mit ihrem Thema Kopfweiden im Alberstadter Ried, also nördlich von Erfurt gelegen, beschäftigt haben. Optimierung der Pflege haben sie ihr Projekt genannt, betreut von Biologielehrerin Martina Röhling. Herzlichen Glückwunsch für diesen zweiten Platz. Damit sind wir bei der Biologie angekommen. Drei Plätze können wir vergeben. Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ist der Preisstifter und wir sind gespannt auf den dritten Platz für Maxi Heller, Emma Schwarz und Angelina Nolle, die am Albert-Schweitzer-Gymnasium lernen. Bestimmung von Protein- und Stärkegehalt in Abhängigkeit von der Wachstumsrate einer Wasserlinse. Und die drei jungen Forscherinnen haben am Albert-Schweitzer-Gymnasium lernen sie und wir beglückwünschen euch zum dritten Preis in dieser Rubrik. Der zweite Preis geht an folgendes Projekt, nämlich nach Weimar. Dorothea Schlegel, Konrad Schlegel und Felix Thilian haben sich beschäftigt mit dem Projekt Schweineblut als Lösung für den Blutkonservemangel in Deutschland. Wir können Aspekte dieses Projekts dort im Bild sehen, betreut von Markus Hein. Die Jury fand euer Projekt preisverdächtig und hat es mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir zum ersten Platz im Fachgebiet Biologie. Und die Bio-Jury hat sich den Kopf zerbrochen und hat uns dann gleichzeitig gesagt, also heute können wir leider nicht dabei sein, was überhaupt nicht schlimm ist. Was wir aber machen können ist, wir können etwas Würdigendes aufschreiben, das habe ich also dabei und ich freue mich sehr, dass ich ein Thema vorstellen darf, das von zwei Jungforscherinnen und einem Jungforscher betreut bzw. bearbeitet wurden. Das Projekt ist am Albert-Schweitzer-Gymnasium angesiedelt und nennt sich Untersuchung des Einflusses von Rhizobakterien auf das Wachstum von Kulturpflanzen. Hanna Gerke, Fabio Stefan und Vanessa Müller haben sich damit beschäftigt, betreut von Frau Röhling. Und die Jury möchte gerne, dass folgende würdigende Worte euch noch erreichen. Damit natürlich verbunden unser herzlichster Glückwunsch. In der Sparte Jugend forscht, Biologie überzeugte eine Projektarbeit mit hoher ökologischer Relevanz und Aktualität bezüglich einer effizienten und nachhaltigen Ressourcennutzung. Mit hohem Engagement, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen schafften sie es, den positiven Einfluss von Bakterien und Pilzen im Wurzelbereich auf das Pflanzenwachstum zu zeigen. Mit durchdachtem Einsatz vielseitiger Methoden zogen sie 45 Tomatenpflanzen und isolierten Mikroorganismen aus dem Rhizobiom, identifizierten diese mit molekularbiologischen Methoden wie PCR-Analyse und Sanger-Sequenzierung. Aufbauend auf ihren erzielten Ergebnissen untersuchten sie in vitro den Einfluss von vier ausgewählten Bakterien und Pilzen auf Petunienkeimlinge. Sie stellten fest, dass drei der Isolate die Entwicklung der Keimlinge ohne den Zusatz von Dünger positiv beeinflussen. Damit können diese Isolate einen Beitrag zum nachhaltigen Pflanzenbau und damit zur Ressourcenschonung beitragen. Wir gratulieren den drei Gewinnern, Hanna, Fabio und Vanessa, zu ihrer Forschungsarbeit und wünschen natürlich viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Damit kommen wir zur Chemie. Und dort wird es die ein oder andere Überraschung geben, aber dazu kommen wir gleich. Der dritte Platz geht an Emily Lippold, Clara Schettler vom Albert-Schweitzer-Gymnasium für ihr Projekt, was wir vorhin schon gesehen haben, Aluminiumsalze in Antitranspirantien. Weniger ist mehr. Herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz. Der zweite Preis geht an, hier sehen wir die Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer im Schülerlabor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums an Mandy Sode, Felix Schubert und Felix Schmidt für ihr Projekt Entwicklung einer Methode zur nasschemischen Bestimmung des Jodgehaltes in Algen. Für diesen zweiten Platz auch von uns herzlichen Glückwunsch. Der erste Preis im Fachgebiet Chemie geht
an folgendes Projekt, nämlich an Sönke Larkin und Xaver Pascal Möller. Die beiden jungen Herren sehen wir dort im Bild, lernen am Albert-Schweitzer-Gymnasium. Entschädigung von Mikroschadstoffen am Modell nannten sie ihr Projekt. Und wenn jetzt richtig aufgepasst wurde, alle drei Chemieprojekte kommen vom Albert-Schweitzer-Gymnasium. Also dafür unseren herzlichen Glückwunsch und natürlich viel Erfolg beim Landeswettbewerb für dieses Projekt. Wir freuen uns, dass wir einen Regionalsieg für das beste interdisziplinäre Projekt auszeichnen können, gleichbedeutend mit einem ersten Preis. Und natürlich ist auch Elisabeth Nitz dieses Jahr dabei. Freuen uns sehr über die Beteiligung und freuen uns, dass die Jury den Regionalsieg für das interdisziplinäre Projekt an dein Projekt vergeben hat. Betreut in Jena von Herrn Dr. Dieter Weiß. Elisabeth hat sich beschäftigt mit weißer Schokolade und der Phosphoreszenz. Und wir sehen sie dort. Und sehr gerne lese ich wie übrigens eben auch, das bitte ich nachzusehen, die Laudatio für beide Erstplatzierungen noch vor. Genau, also ich würde mit Elisabeth beginnen und natürlich gibt es dann auch noch die Laudatio für das Chemieprojekt von Sönke und Xaver Pascal. Also Elisabeth, sind etwas Alltäglichem wie weißer Schokolade noch neue Geheimnisse zu entlocken? Dieser Frage ging Elisabeth Nitz in ihrem Projekt nach und untersuchte die photophysikalischen Eigenschaften der verschiedenen Inhaltsstoffe. Durch ihr wohlüberlegtes experimentelles Vorgehen und ihre beeindruckenden Kenntnisse der zugrunde liegenden photophysikalischen Prozesse gelang es ihr, den Schleier des rätselhaften Nachtleuchtens zu lüften. Damit die Begründung für den ersten Preis. Und genau, vielen Dank nochmal die beiden Herren mit ihrem Chemieprojekt. Und auch dort darf ich von der Chemiejury eine Laudatio vorlesen. Mikroschadstoffe wie beispielsweise Medikamentenrückstände können Wasserorganismen und andere Lebewesen schädigen. Dies erkannten Sönke und Xaver Pascal und fuchsten sich in verschiedene Verfahren zur sogenannten Entschädigung ein. Die Effektivität der Methoden wurde anschließend mit großer experimenteller Sorgfalt überprüft. Auch dort nochmal herzlichen Glückwunsch zu den Platzierungen in diesem Fachgebiet. Im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften gibt es eine Besonderheit, die uns Frau Konrad gleich erklären kann. Nämlich, wir werden das gleich sehen, es gibt eine Arbeit mit einem ersten Preis und dort sind wir gespannt auf das Urteil der Jury. Ja, hallo Tom. Hörst du mich ja? Jawohl. Wir freuen uns oder haben uns gestern ganz besonders gefreut, dass wir noch eine Arbeit, also jetzt diesmal bei Jugend forscht, auch wieder aus dem Erfurter Raum hatten, die sich eben auch gerade für uns immer schön mit einem heimischen Gewässer beschäftigt hat, nämlich mit der Gera. Sicherlich werden es ja fast alle von uns kennen. Und hier untersuchte die Jungforscherin, wie groß der Einfluss des Menschen auf die Zusammensetzung wichtiger Parameter zur Einschätzung der Wasserqualität ist. In ihrer Heimatstadt Erfurt hat sie zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten aus der Gera Wasserproben entnommen und dann im Labor des Schülerforschungszentrums untersucht. Hierbei konnte sie zeigen, dass der Mensch einen Einfluss auf die Qualität des Wassers im Fluss nehmen kann. Marlene, man höre, attestiert der Gera eine gute Wasserqualität, freuen wir uns natürlich, warnt aber gleichzeitig vor den Gefahren der Belastung des Gewässers durch den Eintrag von Düngeresten aus der Landwirtschaft zum einen und vor der Verschmutzung des Flusses durch Abwässer zum anderen. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Grundrecht. Der Gewässerschutz leistet einen Teil dazu, dass dieses Recht gewährt werden kann. Marlene Luise Apel, so heißt die Jungforscherin, ihre Arbeit führt uns das direkt vor unserer Haustür vor Augen und ist ein sehr zeitgemäßes Thema von erheblicher ökologischer Relevanz. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich und wünschen viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Sehr schön. Liebe Grit, ich habe natürlich noch eine Frage an dich. Wir unterrichten ja das gleiche Fach. Wir sind ja beides Geografielehrkräfte. Ist es jedes Jahr ja so, dass wir eigentlich zu wenig Projekte in dieser großen Alterssparte haben? Was können wir in der nächsten Runde besser machen?
Naja, also ich würde sagen, also wir zumindest von der Jury, uns beflügelt das immer wieder, gerade gestern dieses Gespräch mit Marlene, das war erfrischend, das war ganz angenehm und ja, ich glaube, wir sollten den Jungforscherinnen und Forschern einfach immer wieder vor Augen führen, unser Heimatraum, der bietet so viel Interessantes und den zu erforschen, das ist es. Also man kann zwar zu den Sternen streben, aber muss man eigentlich gar nicht unbedingt. Ja, und das würde ich sagen, müssen wir Ihnen einfach noch viel deutlicher machen. Sehr schön. Wir arbeiten dran und bestimmt entstehen aus dem Unterricht weiterhin Geografieprojekte. Dankeschön, viele Grüße. Und gerne, Dankeschön. Danke für die Einschätzung. Ja, wir versuchen auch dort mit der Preisträgerin ins Gespräch zu kommen, mit Marlene Luise Apel am Albert-Schweitzer-Gymnasium, betreut von Herrn Niesler. Das Projekt haben wir vorgestellt bekommen und vielleicht klappt es ja. Vielleicht kann sich Luise zuschalten, dass wir ganz kurz über das Projekt reden können. Und wenn das nicht der Fall ist, unbedingt. Hallo. Oh, perfekt. Gleich haben wir dich auch im Bild. Perfekt. Jetzt. Sehr schön. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zum ersten Preis. Wie bist du auf dieses Forschungsthema gekommen? Was hat dich fasziniert? Also eigentlich, weil ich schon auch in der Kindheit sehr viel Zeit an der Gera verbracht habe und ich fand das Gewässer eigentlich schon immer sehr faszinierend, da es ja eben durch die ganze Stadt Erfurt fließt und kam dann auch mit Herrn Niesler so ins Gespräch und da hatten wir dann eigentlich zusammen die Idee, dass wir das eigentlich als Projekt machen wollten und dass es sicherlich auch ganz toll wird, weil ja auch eben das viele Leute betrifft. Erfurt ist die größte Stadt in Thüringen und ja, so kam es dazu. Sehr schön. Kannst du möglicherweise uns erklären oder erzählen, wie viele Stunden du an diesem Projekt gearbeitet hast? Kann man das ermessen? Sind das Monate? War das anderthalb Jahre? Wie lange hat deine Projektphase gedauert? Also prinzipiell habe ich das Projekt eigentlich über ein ganzes Jahr gemacht, über das Jahr 2020. Und also wie lange ich jetzt da dran insgesamt saß, kann ich um ehrlich zu sein gar nicht mehr sagen, weil es eben auch in dieser Lockdown-Zeit war, wo ich dann auch die Arbeit geschrieben hatte und sowas. Deswegen kann ich das echt gar nicht mehr sagen. Sehr schön, aber wir freuen uns ganz sehr, auch dass das Gespräch stattgefunden hat. Glückwunsch nochmal für diesen ersten Platz und viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Super, Dankeschön. Und bis gleich zum Fototermin. Damit sind wir bei Mathematik und Informatik angekommen. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung vergibt drei Preise. Und wir beginnen mit dem dritten Preis für die Gruppe um Henry Zentner und Nils Kasper am Albert-Schweitzer-Gymnasium für ihr Programm zur Vorhersage und Vermeidung von Staus und stockendem Verkehr. Betreuer ist Johannes Sübke. Herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Preis. Der nächste Preis geht an folgende Gruppe, nämlich an Manuel Paul, Annemarie Helene Lumnitz und Hannes Kaspar Hilbert vom Albert-Schweitzer-Gymnasium für ihre Entwicklung einer App zum Entwerfen eines aminosäurebasierten Ernährungsplans, betreut von Yvonne Böttger. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Preis im Bereich Mathematik und Informatik geht an Melina Eckert für ihr Programm Entwicklung zur Synthese deutscher Gesangsdatenbanken. Sie lernt am Gymnasium Albert Schweitzer und kann sich über diesen zweiten Preis freuen, zu der wir herzlichen Glückwunsch sagen. Der erste Preis geht an das folgende Projekt. Jakob Schödel, Richard Weber, Noan Khalil, auch am Albert Schweitzer Gymnasium lernend für ihr Projekt Klassifizierung von Hasskommentaren im Internet unter Verwendung neuronaler Netze und sie sind betreut worden von Johannes Sübke und auch dort freuen wir uns, dass wir erklärt bekommen, wofür genau dieser erste Platz vergeben wurde. Genau, und dort ist unser... Ja, guten Tag. Genau, Herr Grab ist da. Ja, guten Tag. Die Jury begründet den ersten Preis wie folgt.
das Projekt Klassifizierung von Hasskommentaren im Internet unter Verwendung neuronaler Netze von Jakob Schödel, Richard Weber und Noah Khalil überzeugte die Jury durch die Aktualität des Themas und die Souveränität der Präsentation. Ihre zeitgemäße Implementierung, die bereits auf Plattformen wie Twitter oder Reddit Hasskommentare erkennen kann, ist praxisrelevant und anwendungsreif. Die drei Schüler begeben sich in Konkurrenz zu den Tech-Giganten und erreichen mit einer Erkennungsrate von 90% ein beachtliches Ergebnis zur Klassifizierung von Hass im Netz. Wir wünschen also für den Landeswettbewerb alles Gute und viel Erfolg. Sehr schön, vielen Dank. Herr Grab, verraten Sie uns gerne, wo Sie sonst arbeiten, wenn nicht gerade für die Jury. Kann ich gerne tun. Die Jury bestand aus vier Leuten, einem Dozenten der Universität Erfurt für Mathematik und Informatik, einem Masterstudenten Informatik in Karlsruhe, einer Mathematiklehrkraft und aus mir. Ich arbeite an der Abteilung Didaktik der Fakultät für Mathematik und Informatik an der Uni Jena. Sehr schön. Vielen Dank für das Vorstellen dieses ersten Platzes. Wie vorhin ja schon gesagt, sehr aktuell. Viele Grüße nach Jena. Vielen Dank. Auch dort wieder, das Albert-Schweitzer-Gymnasium stellt alle drei Plätze. Das freut uns natürlich besonders. Wir sind bei der Physik angekommen. Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. stellt die Preise und wir gucken einfach mal, wie viele Preise es in diesem Fall tatsächlich werden. Der dritte Preis geht an Colleen Werges, Julius Volkmar und Amon Rau am Albert-Schweitzer-Gymnasium, die das Projekt im Schülerforschungszentrum bei Herrn Paulich haben entstehen lassen und ihr Projekt Erstellung eines Schallunterdrückungssystems auf Grundlage der Wellenverschiebung genannt haben. Wir beglückwünschen euch zu einem dritten Platz. Der zweite Preis geht an folgende Projektgruppe, nämlich an Anna und Julian Fuß, Madeleine Riemann vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sommerda, die ihr Projekt Meerwasser aus Meerwasser genannt haben, Prototypenentwicklung zur Gewinnung von Süßwasser. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Preis und auch nochmal danke, dass das Projekt betreut werden konnte von Frau Richter. Der erste Preis geht im Fachgebiet Physik an natürlich erstmal an die Jury, bevor wir es verraten. Ich grüße Sie, Herr Kreis, hallo. Bin ich zu hören? Jawohl. Wir sind ganz gespannt. Okay, genau, dann. Als das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda sich entschloss, seine digitale Infrastruktur zu modernisieren und flächendeckend WLAN zu installieren, stieß dies in der Schulgemeinschaft auch auf Ablehnung, begründet in Befürchtung, dies könne die Schülerinnen beeinträchtigen. Marlene Dittmann, Antonia Holz und Johanna Schramm nahmen dies zum Anlass, die Auswirkungen von hochfrequenten Feldern auf den menschlichen Körper zu verstehen und zu untersuchen, wie dies sich in dem Albert-Schweitzer-Gymnasium konkret auswirkt. Hierzu untersuchten sie die Feldstärken in verschiedenen Szenarien und evaluierten diese. Dieser zutiefst wissenschaftliche Ansatz, Bedenken und Befürchtungen mit Logik und Vernunft zu untersuchen, ist unserer Ansicht nach das, was Forschung und somit uns insbesondere Jugendforscht ausmacht. Ein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch geht von uns an das Projekt Elektromagnetische Felder im Alltag, eine Analyse der Belastung durch WLAN-Systeme von Marlene Dittmann, Antonia Holz und Johanna Schramm. Ganz herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg im Landeswettbewerb. Sehr schön. Herr Greif, vielen Dank. Ich denke, dass wir gleich nochmal die Chance haben, miteinander zu reden. Also bis gleich. Sehr gerne. Denn neben diesem ersten Preis für die besagte Projektgruppe, auch dort natürlich nochmal unseren herzlichen Glückwunsch, gibt es, also hier nochmal zu sehen, Marlene Dittmann, genau, aus Sommerda und Mitstreiterin, gibt es einen weiteren ersten Preis. Und wir sind gespannt, wer sich weiterhin freuen kann. Genau, richtig, Herr Greif. Gerne nochmal die Begründung für den zweiten ersten Platz. Den zweiten ersten Platz, gerne. Und genau, dann erst nochmal Hallo zurück. Also, es hört doch jeder nur, was er versteht. Dieses Zitat nach Goethe nahm sich Elisabeth Mehrstoff als Leitfaden ihres Forschungsprojektes. Von der musikalischen Seite kommend,
ist Ihr Ziel, Ihr Verständnis der physikalischen Seite zu erweitern und daraus Rückschlüsse und Steigerung der musikalischen Qualität zu erhalten. Mit ihrer exzellenten Arbeit analysierte Elisabeth Mehrstoff die Klangfarben von Querflöten, Orgeln und Klavieren. Dabei zeigte sie ein tiefes Verständnis der Physik und, soweit ich das selbst einschätzen kann, auch von der musikalischen Seite. Darüber hinaus legte sie mit ihrer Arbeit einen Grundstein für eine Datenbank, dessen Basis ein digitales Feedback zur Optimierung der Spielweise des Instrumentes ermöglichen kann. Damit geht der erste Preis, der zweite erste Preis, an das Projekt Der Ton macht die Musik, eine physikalische Analyse bei Querflöte, Orgel und Klavier. Auch wir wünschen Elisabeth Mehrstoff alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg im Landeswettbewerb und machen Sie weiter mit der Forschung. Sehr schön. Herr Greif, verraten Sie uns gerne auch nochmal im Hintergrund ist eine Tafel zu sehen, was ist Ihre Profession jenseits von Jugendforscht? Gute Frage. Genau. Ich bin hier in Hermsdorf, baue den Sensor Space auf, zusammen mit eben einer Art Schülerforschungszentrum, zusammen mit den hier ansässigen Unternehmen, dass hier ein Ort, ein Makerspace werden soll, ein Lernort, wo man im Wesentlichen Elektronik, Sensorik sich mit auseinandersetzen kann, beschäftigen kann, Prototypen bauen kann. Genau. Und wer Interesse hat, kann gerne mal vorbeikommen. Sehr schön. Herr Greif, vielen Dank für die Vorstellung der beiden erstplatzierten Projekte. Die Erstplatzierte, also für den zweiten ersten Platz, Elisabeth Mehrstoff, haben wir auch Sie als Gesprächspartnerin gleich bei uns. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Elisabeth. Nicht mehr in Jena lernen, sondern in Weimar. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Preis. Dankeschön. Sehr gern. Die Projektdokumentation ist sehr, sehr ausführlich gewesen, also ein riesengroßer Materialanhang. Erklär uns doch gerne, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Also für mich war die Verbindung von Physik und Musik schon lange ein Wunsch. Ich war auch, bevor ich am Musikgymnasium war, am Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena und war auch immer physikalisch sehr interessiert. Und dann hat mich das einfach wahnsinnig fasziniert, wie man diese musikalischen Unterschiede objektivieren kann und physikalisch messen. Klingt sehr, sehr aufwendig. Wo hast du Hilfe bekommen bei den Instrumenten bzw. bei den Methoden, mit denen man dort messen muss? Wie hat das funktioniert? Das Programm für die Auswertung der Töne und der Klänge habe ich von der Firma Ma in Jena bekommen. Den Kontakt hat mein Vater hergestellt, weil diese Firma ein Programm zur Verarbeitung von optischen Wellen hatte und das Programm wurde dann für meine Arbeit angepasst. Sehr schön. Und auch dort wieder, es klingt, also wenn die Arbeit so umfangreich ist, nach unfassbar viel Zeit, die man dort investiert hat, kann man das ungefähr ermessen? Wie lange hatte ich dieses Projekt jetzt begleitet schon? Also ich habe sicher schon vor einem Jahr damit angefangen, von mehr als einem Jahr. Aber wie lange ich jetzt genau daran gearbeitet habe, das weiß ich gar nicht. Bestimmt unzählige Nachmittage. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem ersten Platz. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen dann zum digitalen Landeswettbewerb und wünschen alles Gute. Viele Grüße nach Weimar. So, Dankeschön. Damit kommen wir zur letzten Rubrik und gerne wiederhole ich nochmal die freundliche Einladung, dass wir gerne ganz zum Schluss die Preissieger sehen wollen in unserem virtuellen Raum. Und die Technik war als Jury auch natürlich sehr, sehr fleißig und hat drei Preise vergeben können. Den ersten Preis kriegen wir dann gleich hier live vorgestellt, aber zunächst geht es um den dritten Platz, der an Moritz Schröder, Jan-Ole Bernhard Winking und Robert Karl Wiegand vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt geht für ihr Programm bzw. Projekt Entwicklung eines anwendungsgesteuerten modularen Sensorsystems zur Messdatenerfassung. Herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Preis. Der zweite Preis im Bereich Technik geht an Longard Malte, Jan Gebhardt und Lennart Holunder, Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt unter der Leitung von Herrn Paulich am Schülerforschungszentrum haben sich diese
Herren an dem Projekt Herstellen der Fahrtüchtigkeit einer Liegefahrradhülle beschäftigt und dieses Projekt konnte mit einem zweiten Platz honoriert werden. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Preis für Technik im Bereich Jugend forscht wird vorgestellt von Frau Fornasson. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Vielleicht bevor Sie erklären, wofür sich die Jury entschieden hat, für welches Projekt. Sie arbeiten bei der Autobahn GmbH des Bundes und haben damit wahrscheinlich einen sehr, sehr besonderen Bezug zu diesem Wettbewerb. Was machen Sie? Ich bin Brückenbauingenieurin und wir sorgen für die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit der Ingenieurbauwerke unserer Autobahnen in Mitteldeutschland. Aber unsere Jury bestand aus drei Leuten. Ein Mathe-Physiklehrer vom Königin-Luise-Gymnasium, der Florian Jung, und Thorsten Hildebrandt von der Jenoptik. Wie weit war Ihr Anfahrtsweg heute nach Erfurt? Also sind Sie in Erfurt mit Ihrer GmbH oder ist die ganz woanders? Ja, die Autobahn GmbH, meine Niederlassung hat ihren Sitz in Halle. Aber ich selbst wohne in Erfurt, okay. Und wir haben in Erfurt, Dresden und Magdeburg auch Außenstellen. Sehr schön. Von daher sind wir dicht vor Ort. Richtig, und wir freuen uns total, dass Sie heute da sind als Jury-Sprecherin. Stellen Sie uns gerne den ersten Preis vor. Unser erster Preis geht an das Projekt Entwicklung einer optischen Varroa-Milbenerkennung auf Bienen und anschließende Bekämpfung. Es wurde bearbeitet von Daniel Kehrmann, Richard Uelzen und Albert Dehne. Ganz herzlichen Glückwunsch erstmal. Mein Fachkollege Herr Schickert hat bei Verleihung des Sonderpreises schon einiges zum Inhalt des Projektes gesagt. Wir möchten als Jury noch ergänzen. Uns hat euer funktionsfähiger Prototyp für das Erkennen der Varroa-Milben auf Bienen beeindruckt, vor allem aufgrund seiner Interdisziplinarität. Ihr verknüpft euer vertieftes Wissen in Biologie und Physik mit Mathematik und Informatik. Und es gelingt euch dann mit einem innovativen technischen Ansatz, also unter Nutzung von neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Situation der Bienenvölker beizutragen. Für uns hat euer Projekt ganz klar das Potenzial zur Weiterentwicklung und zur Anwendung. Wir wünschen euch daher ganz viel Erfolg bei der nächsten Wettbewerbsrunde und wir hoffen auch, dass ihr in der Summer School noch wichtige Impulse bekommt. Sehr schön. Also vielen Dank für die Einschätzung, Frau Fornasson. Und damit sind wir, zumindest was die Preise angeht, in den verschiedenen Sparten fast am Ende. Aber es gibt natürlich immer noch weitere Preise. Deswegen lohnt es sich weiterhin, hier noch bei uns zu bleiben. Wie wir es gesagt haben, wie wir es vorhin auch schon bei den Schülerexperimentieren gemacht haben, wir würden uns total freuen, wenn die Regionalsiegerinnen und Regionalsieger sich nochmal im virtuellen Raum zeigen könnten, also Kamera freigeben, dass wir nochmal neben der sehr vollen Albert-Schweitzer-Aula in Erfurt noch andere Projektgewinnerinnen und Projektgewinner, die wir zum Landeswettbewerb schicken, gleich sehen können. Und ich bin auch gleich gespannt, wie viele frohe Gesichter wir hier sehen können. Das Ganze wird vorbereitet und das sieht schon vielversprechend aus. Ausgezeichnet. Wir sehen euch gleich nochmal relativ groß in der Darstellung und würden natürlich uns auch dort freuen, Freude zu sehen. Immerhin erster Platz, ja, in euren jeweiligen Sparten. Man darf gerne mal klatschen für sich selbst, auch wenn wir euch nicht hören. Ja, finden wir hervorragend, dass ihr euch diesem Wettbewerb, also dass ihr euch beteiligt habt, dass ihr dabei wart und dass ihr so weit gekommen seid und euer Fachgebiet dann beim Landeswettbewerb vertreten dürft. Herzlichen Glückwunsch von uns. Super. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, bevor wir zu den Betreuerpreisen kommen, also es gibt Post von Frau Vogel, von der Stift im Nachgang mit Urkunden und all dem, was da noch auszufüllen ist, wie dann vielleicht der Preisabruf auch funktioniert. Ich darf nochmal mich freundlich bedanken für das Durchhaltevermögen und eure Leidenschaft. Wir drücken sehr die Daumen, dass wir den 28. Wettbewerb im nächsten Jahr, Regionalwettbewerb Mitteltüringen in Weimar, hoffentlich in Präsenz stattfinden lassen können. Dafür schon jetzt die herzliche Einladung. Und wer zwischendrin gar nicht genug von Jugend forscht kriegen kann und jetzt so in der Klasse 12 ist, wir würden uns total freuen, wenn wir bei erfolgter Jugendforschteilnahme ein
einen MINT-Botschafter oder eine MINT-Botschafterin gewinnen könnten. Die Stift, also das Patenunternehmen, hat eine solche Stelle ausgeschrieben im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und wir wären sehr froh, wenn wir motivierte Jungforscherinnen an unserer Seite hätten, um einfach noch näher an den Schulen sein zu können. Es gibt noch zwei Preiskategorien, dafür ist Herr Dr. Günther gleich wieder an meiner Seite. Zunächst freue ich mich, dass ich noch zwei Betreuerpreise vergeben darf und der erste Betreuerpreis für engagierte Talentförderer von der Heinz und Gisela Friedrich Stiftung gefördert und gesponsert geht an Marian Krosseff vom Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar. Das Spezialgymnasium für Musik hat mehrere Projekte. Wir freuen uns sehr und gratulieren zu diesem Talentförderpreis. Ein zweiter Preis für engagierte Lehrkräfte, der zum Workshop Digitalisierung, Schule und außerschulische Lernorte von CTS-Reisen gesponsert wird, geht an einen weiteren Kollegen, Markus Hein vom Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar. Darf sich über diese Einladung und über diesen Preis freuen. Auch dort gratulieren wir recht herzlich und wie angekündigt freue ich mich, dass Herr Dr. Günther für die Verleihung der Schulpreise da ist. Und ich verabschiede mich schon. Ja, vielen Dank, Tom. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und natürlich insbesondere an die Preisträgerinnen und Preisträger für das, was sie hier erreicht haben. Und wie gesagt, wir können Sie nur ganz, ganz herzlich beglückwünschen zu Ihren Ergebnissen, egal ob jetzt erster, zweiter oder dritter Platz oder Sonderpreis. Die sind alle sehr gewichtig, die Preise. Und das, was Sie auch selbst geschaffen haben, womit Sie sich jetzt auch selber weiterentwickelt haben, ist vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen mehr wert als die einzelne Platzierung. Sie wurden, Sie haben es gerade gehört, ganz wichtig ist natürlich die Bedeutung der Lehrerinnen und Lehrer der Schulen im Kontext von Jugend forscht, als Multiplikator, als Anreger, als Motivator. Und deswegen ist es uns ja ein richtiges Bedürfnis, jedes Jahr eben nicht nur die Schülerinnen und Schüler auszuzeichnen, sondern auch die Schulen. Und dieser Stift-Schulpreis ist jeweils dotiert mit 250 Euro. Und wir vergeben diesen in diesem Jahr an die Grundschule am Steigerwald in Erfurt, die jedes Jahr wieder mit wunderbaren Projekten dabei ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und als weiterführende Schule das Gymnasium Professor Fritz Hoffmann aus Kölle da, auch alle Jahre wieder mit dabei. Auch an das Gymnasium gehen 250 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und last but not least, es ist oft gefallen, das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt mit den meisten Projekten heute hier oder gestern und heute hier am Start gewesen. Auch dieses Gymnasium erhält 250 Euro und den Stift Schulpreis. Ja, das waren die Preise. Mir bleibt ganz, ganz herzlich zum Landeswettbewerb einzuladen. Dieser findet Ende März, Anfang April, also am 31. März, am 1. April in Jena statt, dort auch virtuell. Wir veranstalten den Landeswettbewerb gemeinsam mit der Jenoptik als Landespaten und alle Regionalsieger, die ersten Plätze in den einzelnen Kategorien und natürlich die des interdisziplinären Projektes sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Für die Alterssparte Jugend forscht gibt es noch einen Zwischenschritt. Am 11.3. gibt es das Regionalsieger-Coaching, auch in diesem Jahr wieder virtuell. Wir hoffen, dass wir es im nächsten Jahr wieder mit Präsenz durchführen können. Dort treffen sich alle Regionalsiegerinnen und Regionalsieger aus den 7 Regionalwettbewerben, die wir in Thüringen haben, um sich gemeinsam auf den Landeswettbewerb vorzubereiten. Nutzen Sie dieses Angebot. Die Einladung dazu gehen in den nächsten Tagen per E-Mail Ihnen zu. Auch eine herzliche Einladung, das Jury-Feedback entgegenzunehmen. Das können Sie einmal auf der Online-Plattform von Jugend forscht finden, aber auch über den direkten Austauschweg. Nutzen Sie das, wenn Sie es nicht schon im Jury-Gespräch erfahren haben. Sie können noch bis zum 6. März Ihre Arbeiten ändern, anpassen, ergänzen, fokussieren. Sie haben sicherlich Feedback bekommen von der Jury in diesem Kontext. Bitte nutzen Sie auch das, um dann beim Landeswettbewerb vielleicht noch einen Tick besser zu sein, als Sie es hier eigentlich schon waren. Tja, wie gesagt, wir freuen uns auf Sie beim Landeswettbewerb. Allen anderen und auch Ihnen wünschen wir uns natürlich, dass Sie weitermachen, dass Sie weiterforschen. Es gibt viele Unterstützungsstrukturen an Ihren Schulen, an den Schülerforschungszentren, bei MINT-Akteuren in den Regionen. Bitte nutzen Sie das und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Also, viel Spaß weiter beim Forschen und bis bald.